Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead. Mit mir in den Kabin, ich bin gerade auf dem Weg ins Schneebio. Genau. Denn wir erhoffen uns besseren Loot, beziehungsweise so einen Loot, dass ich den nochmal verbessern kann. Weil wie gesagt, wird alt sortiert, tierstufenmäßig. Und ja, so machen wir das. Und der wird auch so funktionieren. Dann machen wir alle Bosse platt. Naja, gut. Kommt drauf an, wa? So, ich glaube, da vorne sind denn die Scheunen. War das schon hier? Ich glaube, ja. Ich glaube, da ist nochmal ein Halt für unser Jamsit. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Boah, was kriegst du denn im Schneebiom, wenn da so eine Höhle so wahnsinnig bis darin zu gehen? Ach, jetzt aber nochmal so ein Dude hier. Aber ist auch nicht die Scheune, wo ich hin will. Die müsste nämlich da vorne, glaube ich, sein. Genau da an der Ecke. Da hat man auch schon mal Ölteile aufgestellt, ja, weil ich gedacht habe, vielleicht da. Hat sich ja nicht bewahrheitet. Ja. Ich versuche schon ausweichen. Da. Wie gesagt, das ist ja immer da und immer dahinter. Hast du ja auch nochmal. Oh, Alter. Ach, du Kackendreck. Ja, gut, vielleicht sollte ich den mal 2 cm weiter parken. Geht das? Ach komm, wir fahren jetzt einfach weiter. Shit drauf. Wir müssen erstmal gucken, ob hier oben alles actionmäßig durchziehbar ist. Wir werden uns so ganz langsam an der Kette gewöhnen, so stufenweise, wisst ihr, Stück für Stück. Aber erstmal müssen wir hier die ganzen Dudes hier wegmachen. Ihr sagt, die sind ja schwieriger als bei den anderen. Und außerdem kommt sie endlich dazu, auch mal den Kaffee zu genießen. Da seht ihr, die halten ja mehr aus, aber... Im Gegensatz zu letztem Mal halten wir auch ein bisschen mehr aus. Also bei denen. Bin gespannt, was ist denn bei den Schneefuzzis? Na, stirb doch mal! Geht doch! So. Sie hat immer noch keinen Kaffee. Ist noch nie so weit, oder was? Nee, sie trinkt lieber die Cola. Eins nach dem anderen. So, warte mal. Ja. Warte mal, den werden wir mal gleich hier. Die Munition! Oh, der ist weg. Harte Sache. Vater, Vater, der Mist. Beten wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte irgendwas mit fatal sagen, aber dann bin ich irgendwie abgeschroft. Ach so, und die explodieren dann auch nochmal. Stimmt, da war ja auch noch was. Müssen wir uns mehr. So, da ist so ein Dude, der ihn ziehen kann. Das wird schon funktionieren. Erstmal wollte ich ja noch ein paar Pfeile herstellen, aber ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Den ersten müssen wir so kriegen. Und ich sehe, du hast auch sehr viel Lebensenergie und stellst dich genau in den Weg und machst erstmal gar nichts. Also ich vermute, dass ich den treffe. Ich kann es nie sagen, weil sie... hallo, sie. Na, sie? Ich mach mal mit. Ich bin auch noch da.
Sie hat's überlebt. Ich hab's überlebt. Eine Eisenrüstung. Kupfer meinte ich, aber Stufe, also mit 3 Stufen. Was? Wer? Wo? Ach, da unten. Kümmern Sie sich mal bitte, Mon Ami. Ich muss meinen Triumph ausnutzen. Das sind ja schon viele. Das war so unterwegs. Aber wenn es sich gewohnt tut, lohnt es sich. Wir müssen in ein Team. Die Vermögen. Siehst du so hier? Einfach so rein in den Otto-Lachs. Amboja. Nee, 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 willst du mir nicht hauen. Ah, genau. Die sollen nicht wissen, wo links und rechts ist. Die sieht auch nicht. Der Mädel, du musst übernehmen. Also, du musst selbstständig. Okay, bist nicht selbstständig. Wie konnte ich denn. Achso, sie hat von hinten und von vorne in die Senke gekriegt. Und dahinter habe ich gar nicht gesehen. Ich mach dich erstmal frei. Ah, und dann. Das ist ein Klapser. Vielleicht sollte ich denn doch mal. Sie ist sauer. Stinkend sauer ist er. Aber es hätte auch funktionieren können. So, warte mal. Warte mal. Du kriegst was von mir. Du kriegst nichts von mir. Erstmal muss der weg. Und zwar sehr, sehr schnell. Ein bisschen laut bin? Ich weiß es nicht. Ja, Gas. Gas dich. So, jetzt aber. Nee, nee, jetzt bleib doch mal hier. Mensch. Ich will doch bloß dein Bestes. Also, für mich. Für mich ist es das Beste, wenn du ein paar Sekunden länger überlebst. Weil ich hab da Munitionsprobleme. Und das ist nicht so. So gut. Gehst du? Ja, ja. Jetzt werden wir uns erstmal ein paar Holz gönnen. Und ein paar Pfeile draus machen. Ich glaube, das könnte eine gute Idee sein. Weil mit 28 Pfeilen komme ich da nicht so weit. Och nee, der hat uns jetzt schon entdeckt. Wir müssen mal kurz umschwenken. Richtung Panzer. Du Drecker, du. Du siehst, dass ich nicht die Materialien mit bei habe, wa? Hat ja lange erhalten, Tabletten. So, was hat das? Ach, siehst du ja so, ja nicht. Das sieht ja mal so von ja nicht. Kannst du mal kurz, weil der scheint ein bisschen pissig zu sein. Und es ist zwar nur ein Wolf, aber es ist ein gefährlicher Wolf. Warne und schütze mich. Nämlich bloß 3er. So. Mach mich jetzt alt klein, was ich kriege und daraus mache ich dann Holz. Esther meinte. Achso, kein Benzin. Ich wollte gerade sagen, ich bin überladen. Das kann ja nicht sein. Was weiß ich von mir? So. Warten Sie mal. Rein theoretisch. Und ich gehe mal ditte. Komm mal kurz her. Was du. Nö.
Weg. Bist wahrscheinlich. Ich suche meine Nahrung. Autsch. Falls ihr verwundert seid. Genau, das habe ich gesucht. Ich war verwundert. Aber das habe ich schon erwähnt. So, das ist jetzt nicht so viel, aber das sollte reichen. Für ihn zwei Bolzen. Entschuldigung. Jo. So, wie viel habe ich? 100. Naja, gut. Reparieren habe ich gedrückt. Achso, da. Holy moly. So. Bist du bereit? Fahr ein Stück vor und dann gehen wir gleich in das Haus rennen. Aber erstmal holen wir uns die Dudes. Vielleicht kriegen wir ja was. Hier bin ich. Hier. Hier. Kommen Sie mal näher, weil ich bin schlecht im Zielen. Hat die anscheinend. Hat man mir nahe getragen. Entschuldigung. Oh. Junge. Versuche mir gerade Dusen zu verkneifen. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass es jetzt ihn tut. Ich habe was getrunken. Nee, geht nicht. Ich habe doch gerade was getrunken. Wollte ich gerade sagen. Aber das ist ja ganz schön nervig. So, warte mal, die pfeife ich mir jetzt hinter, bevor ich hier nichts mehr kriege. Hier. Alles schluckt sie nur. Alter, mir sind so ja die Tränen gerade gekommen. Ach Mann. So, da muss ich hin. Oder da. Oder da. Wir fangen erstmal den an. Are you ready to fight? Ja, weiß ich nicht. Er weicht immer aus. Aber scheint zu funktionieren. Wollte ich gerade sagen, stehst du hinter mir? Was ist denn der? Deine Feine. Und zwar ungemein. That was easy, wasn't it? Na, du hast leicht reden. Ich hatte die ganze Arbeit. Warte mal, ich fahre gleich da ran. Gleich da ran und dann zack, Bums. Also mehr zack als Bums, aber gut. Naja. Also eigentlich wollte ich... Wo war denn der da? Müsste ja da sein, irgendwo da hinten. Nee, ein zweiter war. Ich muss in die Stadt rennen. Na, das machen wir danach. Erstmal hier, genau. Und dann gehen wir mal weiter. Ich mach mal hier ein bisschen weiter auf hier. Ein bisschen lüften hier. Das Geheimnis, meinte ich. Ja, ja. Wahrscheinlich Benzin könnte hier der... da sein. Ah, scheiß Gier, wa? Warten Sie mal ganz kurz. Ich habe da eine Kleinigkeit bekommen, die wahrscheinlich ja nicht so schlecht ist. Bonnie, mach zu, das Ding! So. Ich muss mein Ding hier retten. Eine Investition. Gefährlich. Wo kam der denn her? Blöder Bär. Gibt's doch nicht. Oh, warte mal. 87. Und was hat Mr. Stich? 3 Novat. Ja, kommen Sie mal. Kommen Sie mal.
Die Lage hat sich gerade ein bisschen verbessert. So, jetzt hätte ich den neuen Stich hin. Ein Mr. Stich. Vielleicht solltet ihr ihn anfangen weiterzureichen. Gut. Bringt auch noch, wenn du Ausdauer neu hast, wa? Dann sag ich mal so. Hättest du noch aus? Deckung! Warte mal. Ja, ja, ich versuch gerade dir was zu geben. Wie er immer den Arsch gerettet hat. Warte mal, ich repariere den so ja noch. Ja, ja, ich weiß. Bist denn da, bist du? Nein, ich wollte. Wollte was zustecken. So. Ich hoffe, die bringt genauso einen Dienste wie mir. Aber jetzt sieht's aufwärts. Hab ich's nie gesagt? Da gewusst. Also mit dir aufwärts. Weil ich werde nämlich gleich da hochgehen. Na, mal kicken. Ja? Wie gesagt, der ganze Staff, der jetzt hier drin ist, ist rein theoretisch überlevelt für uns, glaube ich. Schon ein bisschen. Also jetzt nicht von denen aus, was wir können, sondern was wir haben. Alles ist jetzt besser. Als Leder. Und so. Aber ich brauche ganz dringend Tabletten für Fräulein Tongtong. Vielleicht sollten wir uns denn die nächste Mal wieder sowas kaufen. Sagt mein Gedanken. Hallo, ich bin's. Ein Gedanke. Ich bin dafür, dass du mal wieder investierst. In Gesundheit! Ach, ich sehe schon wieder. Da haben wir ihn. Ich muss ja nicht raus. Also mache ich das auch nicht. Ach, wisst ihr was? Ja, ja. Bleib aber bitte jetzt kurz mal hier in meiner Nähe. Ja, lass erstmal die Gesundheit wieder dich durchströmen. Hey, du Witzka. Na, sie wird jetzt aber nicht, wa? Ja, ich glaube, die Tabletten hätte ich mir jetzt auch erstmal sparen können. Sehe ich mal, was er. Komm mal hier zur Seite. Er haut dir doch die Biene weg. Vielleicht. Ach ja, schön, dass die so lange gehalten haben. Nicht. Alter, das ist ja krass, dass der Dude uns mehr gebracht hat, als hier der Dude. Wie komisch ist das. Ich würde sagen, hier sind wir nämlich durch. Shall we take a breather for a moment? Nee, hab ich nicht. Sorry, hab ich wirklich nicht. Es ist nämlich schon 10 Uhr. Und die Größe haben wir durch Zufall gekriegt. Also, lassen wir den Zufall mal weitersprechen. Los, komm. Hey, da lang. Ja, ja. Steig ein. Ja, du bist genau da, das ist es. Ja, ja. Na denn. In your face. Oder in meins. Anscheinend erstmal in meins. Ja, wenn ich das denn nur aufwerte. Oder auf Lila kriege. Auf ihn. Ja, so.
Was machst du denn da? Haust du da Fliegen kaputt oder was? Soll ich dir das nur ranschieben oder was? Ich glaube ja. Das ist genau das, was sie meint. Dankeschön. Nein! Nein! Das ist ein Snipper. Gesundheit. Aber Stufe 5. Was waren ihre? Also ist ja auch Gold 5, ne? Ich glaube, das muss mal kontrolliert werden. Zeig mal. Ja, ist hoch. Tier 5. Gut. Nee, warte mal, ich bin ja da. Genau. Geh die erstmal raus. Bringen sie draußen ihn auf den Zunder. Nee, nee, komm mal, komm. Also, der ist grün. Also, lila meinte ich. Lila-grün ist der. Und der haut dich gleich auf den Arsch. Ja, und das ist das, was ich gemeint habe. Nicht ausfahren. Aber vielleicht ist das ja jetzt ein bisschen mehr möglich. Alter, da zieht ja richtig durch. Davon brauchen wir noch 20 Stück. Ja, eigentlich bloß nur 2. Eben, meinte ich. Vielleicht später 2 jetzt. Ja, das Massaker, Alter, wenn wir hier zu dritt durch die Gegend piesen. Nee, du kannst aufstehen. Die sind tot. Also, ich hab sie fertig gemacht. So habe ich es mir vorgestellt. Ah, da ist noch einer. Und das ist auch nicht schlecht. Los, Mädel. Lass uns wieder looten. Wie es damals war. Ich reiche das mal gleich weiter, wa? Sobald ich... Sobald sie bei mir ist. Obwohl, sollte ich vielleicht jetzt machen? Ja. Da hat sie wenigstens die Chance noch, ein bisschen Lebensenergie zu holen. Nehmen wir zur Seite, Mädel. Ja. Ja, wie gesagt, die halten die lange, aber die anderen sind so shit teuer, sind die. Ganz hier von die ersten Hilfe-Kits, ganz so Schwein, ey. Kann sich keine Sau leisten. Obwohl sie am besten werden, aber ja gut. Gehen ja nie nach dem Besten, sondern nach dem, was wir uns leisten können. Außer am Bruch. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Was haben wir hier? Ein Lappen. Sollte irgendwas aussagen? Ich verbiete mir das. Hallo? Ja, sobald ich das auf Gold habe, kannst du das blaue haben. Logischerweise. Münzen. Da wollen wir hin. Da ist nämlich auch das. Da war das Kaufhaus drin gewesen. Da sind nämlich oben ein paar Kisten. Und oben hast du auch den Händler, aber er ist noch nicht für uns relevant. Obwohl, wir machen erstmal ganz normal weiter. Ganz stinknormal. Los, komm. Lass uns die vermöbeln. Hat der jetzt eine Granate geschmissen? Natürlich hat er. Boah, ich bereue das gerade, dass ich dir die ganzen Tabletten nehmen muss. Irgendwann sagt mir, dass ich die jetzt auch ins Süde brauchen könnte. Aber ich ziehe durch. Was hält die denn aus? Nix. Bin doch schon tot. Oh, warte mal, aber dafür futter ich jetzt erstmal wieder was.
there no more zombies? Muss ich erstmal mein Inventar wieder ein bisschen leerer machen. Bis ich die nächsten Loot verkraften kann. Und die Münzen, die ich vielleicht übersehen habe. Ach ja, jammert um Kohle und hat die Taschen voll. Wer hätte es gedacht? Ja. Das brauche ich nicht. Nee. So nicht, Freundin. Nee, warte mal, das liegt ja drinnen bei. Und den Rotz. Achso, den Rotz konnte ich ja noch nicht wegmachen. Kann ich ja noch nicht wegmachen, wenn ich ihn noch nicht gesammelt habe. Einleuchtend. Nicht, dass ich den später nochmal einsammeln. Ich weiß immer noch nicht, ob das sich. Also ja, das erneuert sich, aber ob das alte denn raus ist. München. Und weiter. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Wir packen und so. Profi hier unterwegs. Und mal Benzin. Ey, sag mal. Ey, sag mal, ich dreh dich. Ey, das ist eine Frechheit, ist das da. Da schleudert die mir hoch, Alter. Ich krieg eine Krise, Alter. Ich dreh die in den Po. Ohne Rücksicht auf Verluste. Erstmal hochkrabbeln, ob der Kabin da steht oder nicht. Spielt ja keine Rolle. Also für sie. Hallo? Jemand zu Hause? Ich sehe dich. Ich hab's nie bloß gehört, ich hab's auch gesehen. Und gerochen. Nee. Renn mal hier nur weg. Schön in die Mitte stellen. Denn es ist wie bei 7 Days. Hier mixermäßig, wisst ihr? Ja. Der Mixer. Ich bin jetzt vergessen, dass du dafür verantwortlich bist. Jemand zur Seite. Sieh da eine Hand. Auf mich zukommen. Vielleicht hat sie ja nochmal. Ja, toll hast du gemacht. Merkst du, wa? Oder soll ich den Fehler aufmalen? Gut, wäre mir jetzt fast auch beinahe passiert. Da tretet die Kiste kaputt. Ich bin total schockiert. Ich wollte es gar sagen, warum hockst du denn jetzt hier? Die sind aber auch nicht so leicht auseinanderzuhalten. Schwierig. Also, die nächsten Loot-Ziele sind schon mal klar. Für uns ist jetzt Schneebiom-Time. Nee. Genau. So ruhig weitermachen können, Mädel. Was haben wir hier? Ein Keller. Der aber nie so tief ist. Aber du kannst trotzdem hier runter. Ich glaube nicht, dass ich darin kann. Ich sollte doch nicht versuchen. Ich lasse das. Ich glaube, das ist für mich gesünder. Weil immer, wenn ich sowas versuche, neige ich durch die Welt zu backen. Und das ist nie so gesund. Hallo. Oh. Bitte nicht treten diesmal, ja? Also, es sei. Achso, ach du Kacke. Gut, der ist aber schon tot. Ah ja, das Schwert brennt aus.
Entdeckung! Das bumst! Hier sich war zusammen. Zurecht. Also irgendwie ist diese Villa mehr Schein als Sein. Hier ist ja doch noch was. Vielleicht ist das jetzt eine kleine Besserung. Schauen wir mal. Naja, gut. Auf jeden Fall kann ich das. Ja. Auf jeden Fall kann ich das bei mir in die Kiste reinschmeißen. Und das hätte auch schon 2 Stufen. Aber wir wissen, das geht besser. Es geht doch besser. Hab ich schon. Weiter, Mädel, weiter. Wir müssen die Zeit nutzen. Hat nämlich gekostet, hier Zeit herzukommen. Shall we give it a run? Ja, 2 Meter kannst du laufen. Ich pace bloß mal schnell vor. Da sind Fässer. Phasmophobie. Ja. Komisch, sie konnte nicht springen, aber diesmal hat es bei mir funktioniert. So, da ist ein Haus der Reihe. Ich bin der Reihe. Nennt sich Reihenhaus. Da hat's Bums gemacht. Oh, das ist nochmal so ein Eisfuzzi. Wollen wir den erstmal wegmachen? Ich glaube, den sollten wir zuerst wegmachen, ne? Aber nicht mit einem Schwert. Das könnte fatal sein. Auf jeden Fall muss der raus, bevor wir da ins Haus rennen. Also. Mädel. Da ist so ein Fuzzi. Der Gilbigkeit. Und jetzt haben wir das. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Na, jetzt nicht wegen ihm, sondern im Hintergrund. Der ist nämlich auch schon wieder hellhörig. Mädel, ich sehe doch nichts. Geh doch mal zu sein. Also, Kruzifix. Kriegst du ihn halt heil im Kopf. Der Pfeil ist jetzt da. In seinem. Keine Ahnung. Ich wollte sagen Korb, aber habe ich nie getroffen. Siehst du? Er will dich so ja nur retten. Oh, jetzt kommen die alle hierher. Halte noch ein paar Sekunden durch. Na gut, nehme ich zurück. Na denn. Ist er? Nee, ist er nicht. Aber ich glaube jetzt. Jetzt kann ich wohl auf schwer umsteigen, meinte ich. Und wieder nichts bekommen. Hey, lass die Kollegin in Ruhe. Sonst wäre ich pissig. Ich bin hinter dir. Jetzt bin ich hinter irgendwie vor dir. Na? Ich hab dir gesagt. Geh zur Seite. Ja, du hattest auch einen Pfeil im Rücken. Oder vielleicht noch 2. So, warte mal, habe ich jetzt das? Warten Sie mal. Warten Sie auf und passen Sie auf. Ich zeige, ich versuche hier aufzuspringen. Alter, wehe. Genau das habe ich mich gerade gesucht. So, Rin. Ist Rin. So, können wir weitermachen. Hinein. 2-stöckig. Das muss sich doch lohnen, oder? Hallo. Ja, ich weiß.
Aber immer will er nicht im Weg rennen, ne? Also, ja, ich weiß, du bist jetzt aggressiv. Na, Junge, nee. Da hast du wohl nicht alle. Hast du hier noch Karten oder was? Verlierst aber den Kopf. Hoffentlich rechtet sich nicht mal hier. Ich nehme das nämlich schon wieder ja nicht mehr ernst. Falsch. Gut. Ich schaff das. Ich versuch das zu schaffen. Ich schwing mein Schwert. Und dann rette ich dich. So. Ja. Komm noch raus. Oder wir kommen rein. Nee, so nicht. Meine Ecke. Schöne Ecke. Komm mal kurz her. Komm mal her. Ja. Danken kannst du mir später. Danke mir! Aber nicht so schnell. Und vor allen Dingen solltest du mir anfangen zu treffen. Deckung. Für nichts. Naja, stimmt nicht ganz. Die Kiste habe ich auseinandergeknoppt. Munition. Und sie hat sie nicht gesehen. Verdammt. Wie gesagt, jetzt nochmal ein goldenes Schwert. Dann würde ich mich das gleich sofort weiterreichen. Gehen Sie mal zur Seite. Ja, die Seite. So, ich brauche auch ab und zu mal was. Also, kann zwar teilen, aber ich muss ja nicht alle geben. Irgendwann ist dann auch mal Schluss. Weil ich glaube, die ist ja auch schon wieder kurz vor dem Tod. Ach, muss ich immer alles weiterreichen. Das ist, ich glaube, die nächste. Ich mache die Tür einfach zu. Hallo, du. Hier. Normalerweise sollte man sowas nicht unterstützen. Aber das ist mein Einzieher, Rücken, Haltung, schutzmäßig, was ich habe. Mehr habe ich nicht. So, da war was drin. Oh, Junge, nee, halt's jetzt. Halt's dich mal da raus. Ich hab ein bisschen was getrunken. Aber es sollte nicht reichen. Hab ich das Gefühl. Oh, was haben wir denn da? Und ich sehe auf der anderen Seite auch schon wieder. Vielleicht Sachen, die diesmal mir helfen. Zwiehe so, ja. Zwiehe, die dann auch bei mir bleiben. Was haben wir denn da? Giftspuren? Nee, aber Münzen. Dann können wir ja, wenn wir nach Hause fahren, wie gesagt, den Turm aufstellen. Nicht können, sondern müssen. Denn den Panzer aufwerten, weil wir haben ja, wie gesagt, das Buch haben wir. Und dann die nächste. Jeder mal bitte zurück. Und dann geht's weiter. Das Schneebio. Los, lassen wir uns vermögeln. Du links, ich rechts. Er soll ja nicht wissen, wo er hingehört. Naja, gut. Hat semi funktioniert. Aber es hat funktioniert. Er wird sich nie wieder einmischen. Hab ich doch gar nicht. My body feels...
Ja, sorry, ich habe noch kein Essen gefunden. War mir noch nicht vergönnt. Sorry, ich habe auch Hunger. Guck doch mal, wie schlank ich bin. Das ist reinster Nahrungsentzug. Die Dose, die ich Richtung mein Gesicht geschoben habe, das war einfach bloß so... Ich wollte bloß mal daran riechen. Wie sich... Wie Essen riechen tut. Ich habe das nämlich schon wieder ganz vergessen. Das fällt nicht auf. Noch ein Computer. Also wie gesagt, jetzt können wir auf jeden Fall wieder zurückkommen. Aber es wäre, wie gesagt, schöner gewesen, hätte ich jetzt noch ein zweites gefunden. Ist ja noch nicht vorbei, also. Wie gesagt, wir sind letztes Mal um 18 Uhr abgehauen hier. Das sind noch ein paar Sekunden. Also mindestens eine Folge springt hier noch raus. Glaube ich. Sie mag mich zu ärgern, habe ich das Gefühl. Zu natzen. Ich dachte, dass wir jetzt ein Tablett hinbekommen. No. Das war nicht der Fall. Ach, ich bin gespannt, wie lange es bei ihr hält. Naja, so langsam soll ich mal auch Klamotten weiterreichen, wa? Schaffst du? Alter, die Hälfte von Lebensenergie ist schon wieder weg. Muss ich auch schon mal verteidigen. So geht das nicht. Ja, genau so. Siehst du? Wir haben nichts bekommen. Was ist denn das für eine Hohlbühne gewesen? Aber hier war ich schon drin. Ja, hier doch. Die Seite schon. Mal überlegen. Hier waren wir auch schon. Ich überlege gerade, welche Seite ich gekickt habe. Alle Bäder. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich brauche mal kurz eine Pause. Ich schone euch heute mal ein bisschen. Und morgen gehen wir denn darin. Ja, dann gehen wir weiter und dann weiter. Und irgendwann dann wieder nach Hause. Ja, so machen wir das. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Und macht euch einen schönen Tag. Ich sortiere und bin dann erstmal raus. Tschüss.